Guten Tag und herzlich willkommen bei den Gameswelt-Nachrichten. Mein Name ist Felix und ich habe mal wieder ein paar News für euch an diesem wunderbaren 3. November. Und zwar ein bisschen was gibt's zu Call of Duty Vanguard. Da ist die Zombie-Main-Quest erst nach dem Release verfügbar. Dann bei Blizzard kracht es leider weiter in der Führungsetage. Außerdem Netflix Games, das Spielesegment ist nun offiziell gestartet. Und es kommt ein Donkey Kong-Film mit Seth Rogen. Wenn euch diese Nachrichten gefallen, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es was Neues von uns gibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den News. Wer gehofft hat, schon beim Start von Call of Duty Vanguard mit der nächsten Hauptquest des allseits beliebten Zombie-Modus loszulegen, für den hat Entwickler Treyarch schlechte Neuigkeiten. Die Dark Aether Storyline könnt ihr laut Treyarch zwar bereits zum Launch spielen, eine neue Hauptmission wird es aber erst zum Start der ersten Season in Vanguard und damit ab dem 2. Dezember geben. Das ab Launch spielbare neue Kapitel wird den Namen Der Anfang tragen und mit den 4 neuen Locations Stalingrad, Merville, Paris und Shino Numa die Geschichte einleiten. Die Unruhen in der Personalriege von Blizzard halten weiter an. Inzwischen gibt es einen weiteren Abgang in der Führungsetage und diesmal nach gerade mal ein paar Monaten im Amt. Die Rede ist von Jen O'Neill, die erst im August neben Mike Ibarra das neue Führungsduo von Blizzard formen sollte. Nun hat sie das Unternehmen schon wieder verlassen. Ihre Entscheidung begründet sie aber nicht mit der aktuellen Situation bei Blizzard. Stattdessen möchte sie sich stärker mit dem Thema Spiele und Diversität beschäftigen. Von ihrer Arbeit soll die gesamte Branche profitieren. Mike Ibarra bleibt damit vorerst die alleinige Führung von Blizzard. Dass Netflix den Einstieg ins Gaming-Segment wagt, dürfte inzwischen den meisten bekannt sein. Heute hat das Streaming-Portal Nägel mit Köpfen gemacht und den Service Netflix Games aktiviert. Vorerst können nur Android-Nutzer auf den Gaming-Bereich zugreifen und loszocken. Zum Start des Services sind für reguläre Abonnenten 5 Titel im Portfolio des Konzerns: Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast und Tita Up. Später sollen natürlich noch weitere Titel folgen, immerhin plant das Unternehmen längerfristig im Gaming-Segment Fuß zu fassen. Wie auch im Filme- und Seriendienst können mehrere Nutzer die Spiele eines Accounts zocken, beachten müsst ihr dann nur noch das Nutzerlimit eures jeweiligen Tarifs. Seth Rogen wird ja bekanntermaßen Donkey Kong im kommenden Super Mario Kinofilm von Illumination seine Stimme leihen. So wie es aussieht, könnte es aber sein, dass er im Anschluss noch einmal in die Rolle des bekannten Affen schlüpfen wird. In einem Bericht des Popkulturportals Giant Freakin' Robot heißt es, Rogen hätte bereits einen Vertrag für einen Solofilm nach seinem Debüt in Marios Film unterzeichnet. Mit einer Veröffentlichung wäre also frühestens 2023 zu rechnen. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Gerücht aufkeimt. Bereits im Sommer verkündete der Leaker Zippo, dass Nintendo nicht nur an einem neuen Donkey Kong-Spiel, sondern auch an einem Film arbeite. Das waren auch schon wieder unsere Nachrichten. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, ein Abo wäre ziemlich cool von euch. Ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und dann hören wir uns morgen wieder. Tschüss!